Für mich persönlich bist du kein Muslim. Nein, weil ein Muslim... Auf dich gibt's wenigstens einen Blumentopf. Das, meine lieben Freunde, hat mich sprachlos gemacht. Ich habe den beiden zwei Optionen gegeben. Und Wallah, von Herzen, ich schäme mich, dass ich bei ihnen bin. Ich schäme mich, dass ich so einen Menschen kenne. Und die beiden haben sich auch für die richtige Option entschieden, sich zu entschuldigen und gerade zu machen. Warum gehst du raus? Warum gehst du raus und sagst, der Manuel hat sich bei mir am Telefon entschuldigt, weil der musste? Warum machst du das, Charo? Die Arasi, gesagt Arasi, Wallah. Wallahi, ganz alleine. Wo ich angekommen bin, hat mich die Polizei angerufen. Und er war zufälligerweise gar nicht da. Also du. Aber nein, dann forderst du mich auf so einen öffentlichen Kampf. Wow. Ich sag nur wow, Freunde. Danke, vielen Dank fürs Einschalten, Habibis. Ich grüße euch recht herzlich in unserem Kinosaal. Alter, ich stehe auf und denke mir, ich habe noch gestern davon geredet, dass tote Hose herrscht, aber jetzt, was gerade passiert, ist Feier. Es kommt alles eins nach dem anderen. Rausgefeuert. Okay, heute haben wir eine gute Unterhaltung. Wir fangen erstmal damit an, dass jeder von euch sein Essen auf dem Tisch hat. Denn ich sage, wünsche guten Appetit, let's go in the window. Wir fangen mit Charo 45 an. Charo hat ein Statement rausgehauen, aber es ist nicht dabei geblieben. Manuelsen hat ein Statement rausgehauen. Arafat Abouchaka hat eben ein Statement rausgehauen und alle gegen Charo. Das ziehen wir uns rein. Das kann nur amüsant werden, okay? Also, ich sag's nochmal, lasst es euch schmecken, let's go in the window. Eine Gurke, ein Rondip und Nachos und Brot. Leck du Hund. Wallah, ich f*** dich genauso wie alle anderen, die ich f***t hab. Dich f***t und noch. Auf dich gibt's wenigstens einen Blumentopf. Und das, meine lieben Freunde, hat mich sprachlos gemacht. Ich habe den beiden zwei Optionen gegeben. Und die beiden haben sich auch für die richtige Option entschieden, sich zu entschuldigen und gerade zu machen. Sinan kam von seinem Elternhaus runter. Ich habe seine Mom kennengelernt, seinen Papa kennengelernt, seinen Bruder kennengelernt. Wir haben uns unterhalten, Sinan und ich. Und er hat mich vergewissert, dass er an sich arbeiten will. Das finde ich sehr, sehr stark. Braucht auch Zeit und vor allem eine gute Community. Manuelsen. Manuelsen hat sich auch gerade gemacht. Das Wie fand ich nicht so ganz so G. Eben nicht. Wir kommen gleich zu Manuelsen, denn Manuelsen sagt, wer bist du, dass ich mich bei dir entschuldigen soll. Er hat ein Statement gemacht. Wie er sich sonst immer so gibt, war nur am Telefon so, Khalas, Habibi, verzeih mir und so weiter und so fort. Natürlich, ey, verziehen. Aber sei dir nochmal bewusst, was für eine Verantwortung du trägst, was für eine Reichweite du hast, mit was für einem Brot du spielst. Du hast wirklich schon... Ja, nicht faszinierend. Du hast wirklich jeden schon mal so durch den Dreck gezogen, ob direkt oder indirekt, mit deiner Art und Weise. Und ich hoffe, das löst auch in dir was aus und bringt dich auch zum Nachdenken. Ja, ne, Maschallah, du bist auch, du hast was im Kopf, so ist das nicht. Du hast auch einen sehr großen Wortschatz. Ein Wort habe ich bei dir noch nie gehört, und zwar aus diesem Mardalli-Slang. Und das gebe ich dir von mir, dir, mit. Und zwar, hör gut zu, es ist... Kif Danab. Das fragst du dich, hä? Das habe ich noch nie gehört. Jetzt möchte ich dich bitten, geh los, frag, was das bedeutet und arbeite an dich, lieber Manuel. So ist das, Freunde. Wir sollten uns wirklich die Frage stellen oder wir sollten uns wirklich vor Augen halten, in was für einer Zeit wir leben. In was für einer Zeit wir leben. Wir haben Kinder, die wir alle unterhalten wollen. Nur sollten wir uns vor Augen halten, mit welchem Moralkompass. Wenn jetzt schon 9-jährige Mädels auf große Bühnen stehen, knapp bekleidet, Bauchbeine, Po abfeiern und dann im Sumpf TikTok so gefährliche Straftaten, gefährliches Thema ins Lächerliche gezogen wird, nur damit jemand Content hat, ist das sehr, 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 sehr gefährlich. All das wirklich, was ich mache, das mache ich in erster Linie für meine Kinder, für eure Kinder, für unsere Kinder. Ich sag mal so, da kann Charo diese Töne spucken, weil er im Endeffekt ein Content anbietet, was jeder schauen kann, ja, mit der Familie zusammen und. Ja, es geht ja hauptsächlich bei ihm ums Kochen. Ich meine, ich denke, dass er auf einer Seite auch irgendwas mit 25 Gramm eine Sendung hat, was auch ein bisschen, wo es so um die Kriminalität geht, aber... Hauptsächlich ist ja sein Content so kochen. Aber ich sag euch ehrlich, Social Media
besteht halt nur aus Kacke. Und jeder möchte nur Kacke sehen. Jeder liebt es. Jeder ist da, wo Fitner ist. Okay, keiner möchte hier was lernen. Obwohl so Kochvideos auch sehr gut ankommen, wenn Leute zu irgendwelche Food-Posts, Food-Stände fahren und da irgendwelche Sachen probieren vor der Kamera, essen, testen. Das kommt auch sehr gut an. Ne? Aber meistens schauen die Leute nur das, wo nichts gelernt wird. Ist halt so. Ich, Charo, ich bin kein Gangster, Leute. Ich, Charo, bin kein Gangster. Ich will auch von niemandem das Brot wegnehmen oder das Boot kentern. Ich bin einfach nur ein einsamer Pirat. Wisst ihr aber, wer ein Gangster war und er auch froh ist, da rausgekommen zu sein? Und zwar ist das Ahmad Sharif. Ahmad Sharif. Der war Gangster durch und durch. Für die, die es nicht wissen, Ahmad Sharif ist sein vollständiger Name von Charo. Und vergleicht das, dass er ja früher ein Gangster war. Also ich meine, wenn wir überlegen, hat Charo einfach Reedman und The Game tanzen lassen. Ja, die haben für ihn getanzt. Die erste Staffel, 25 Gramm, ist draußen. Die könnt ihr hier auf meinem Kanal sehen. Die Geschichte von Ahmad Sharif, 25 Gramm, meine Lebensgeschichte. Zweite Staffel wird nächstes Jahr ankommen. Bis dahin, liebe Freunde, verbreitet ganz viel Liebe. Und jetzt, spannt eure Segel, hisst eure Flagge, lasst ein Follow da, teilt das Video. Okay, so viel zu Charo, so viel zu diesem Thema. Wir bleiben auch bei diesem Thema, denn jetzt kommen wir zu Manuelsen. Manuelsen hat einen Blogcast gemacht. Ja, es nennt sich Blogcast bei denen, ein Podcast, ein Statement mit Jihad zusammen, was wir uns aber im nächsten Video komplett reinziehen werden. Aber bezüglich des Thema Charo ziehen wir uns jetzt rein, denn er hat ein, zwei Worte zu Charo gesagt, weil Charo meint ja, dass Manu sich entschuldigt hat. Manu streitet es ab. Dann wird uns gesagt, ihm geht's nicht gut. Ich sag nicht warum, wieso, weshalb. Vielleicht wird er euch das eines Tages selber erzählen. Okay? Ihm geht's nicht gut. Wir sagen, Wallah, so ist das. Der Mann sagt, ja, Wallah, so und so und so. Ich sag, okay, weißt du was? Alles. Wir machen wieder. Meine Hand ist auf meinem Kopf festgewachsen, so oft, wie ich den gemacht habe. Meine Hand ist hier festgewachsen, ja, dem. Hier ist meine Hand, hier. Ich muss den ganzen Tag so rumlaufen, so. So. Merhaba, merhaba, salam. So, immer so, immer so. Kein Problem. Arasi, arasi. Gesagt, arasi, Wallah. Mein Kopf ist viereckig geworden von Alarasi, 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 Alarasi. Ich kann nicht mehr. Alarasi, Alarasi, bis wohin? Charo, warum gehst du raus? Warum gehst du raus und sagst, der Manuel hat sich bei mir am Telefon entschuldigt, weil der musste? Warum machst du das, Charo? Ich möchte das verstehen. Warum tust du das? Warum zwingst du mich in diese Situation, dass ich dich blamieren könnte vor Twitch jetzt? Warum machst du das? Hör doch auf damit. Warum hörst du nicht auf? Warum gehst du raus und sagst, Manuel musste sich entschuldigen bei mir und Ich weiß nicht warum, aber ich sehe schon diese ganzen TikTok-Clips, was die jetzt wieder da draus machen mit so, wenn ich Punkt, 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 wenn er. Aber ihr seht, selbst, Manu sagt, ich könnte dich blamieren. Was steckt jetzt dahinter? Und die Frage von mir ist auch, wieso hat sich Manu die ganze Zeit über diese ganze Sache mit Charo nicht geäußert? Wo Charo die ganze Zeit hart geschossen hat. Mein gut, jetzt sitzt er da und streitet es ab, dass er sich entschuldigt hat. Dass er Charo doch blamieren könnte. Warum nicht einfach erzählen? Ich gebe dir jetzt was auf Mardelli mit, weil die ist da. Erstens, seit wann bist du Mardelli geworden? Ich hab gedacht, alle Mardellis sind dumm und alle Mardellis sind ein dummes Volk und du willst nichts mit denen zu tun haben. Seit wann bist du Mardelli geworden? Du bist nur Mardelli, wenn es um Streit geht. Weil du dann denkst, dass Leute, die Mardellis sind, die weitaus mehr auf der Straße gemacht und getan haben und für ihren Ruf gearbeitet haben und sich gerade gemacht haben auf der Straße und durchgezogen haben auf der Straße, willst du von ihrem Fame jetzt willst du was abhalten, indem du jetzt sagst, ich bin Mardelli? Charo, warum gehst du... Jetzt, abgesehen von diesem Thema, ist ja meistens so, wenn
es brenzlig wird und jemand selbst keine Eier hat. Dann sucht er links, rechts nach irgendeinem Schutz oder zieht dann die Karte seines Landes und sagt, hier, meine Landsleute, ja, und baut sich so automatisch so eine Schutzmauer, indem er hofft, weil er halt bekannt ist, meine Landsleute werden sich für mich einmischen. Und so ist es meistens. Jetzt abgesehen von Charo und diesem Ganzen, das ist aufs Allgemeine bezogen, ja? Nicht falsch verstehen. Seht ihr mich so groß, Janne? Seht ihr diesen demütigen Mann? Ich bin demütig, Bruder. Ich spiele mich nicht größer auf, als ich bin. Ich bin demütig, Bruder. Ich bin klein. Ich bin klein, Bruder. Seht ihr mich so groß, dass ihr es für wichtig erachtet, im Internet jedes Mal zu gehen und die Leute anzulügen, dass ich da Schläge gekriegt habe, hier erniedrigt worden bin, da zum Hund gemacht worden bin, da in die Ecke gestellt und dies und das und das und das. Seht ihr das für so nötig, dass ihr den Leuten jedes Jahr immer wieder die gleiche Scheiße erzählen müsst? Seht ihr mich so groß, Janne? Ich bin demütig, Bruder, ich bin klein, ich bin niemand, ich bin ein Niemand. Ihr braucht euch nicht auf mich profilieren, Bruder. Kein Mardelli konnte dir helfen, kein Rocker konnte dir helfen, wo ich mit dir war. Mean End! Bulili, Mean End! Wer bist du, dass ich für dich irgendwen anrufen muss? Wer bist du? Interne White Kitir? Sag, wer bist du? Jetzt kommen wir zu Arafat. Ansage an Charo. Arafat hat ebenfalls gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das abgesprochen war, aber in diesem Fall, wo er das Statement macht, erzählt er auch, dass er mit Sinan telefoniert hat. Also denke ich schon, dass es eher... Also, dass die voneinander wissen. Es ist eine heftige Ansage, passt auf. Ich mein Video, das meistgeklickteste Video auf deinem Portal. Der hat sich in irgendwas verrannt. Ich weiß nicht, der kifft viel zu viel, dass er seine Birne verkifft hat. Übrigens, Charo, weil ich merke ja auch, oder hab gesehen, dass du 5-mal am Tag betest. Ich weiß nicht. Aber wer kifft, du musst beten, hast du recht. Wenn 40 Tage, wer Alkohol nimmt, Drogen nimmt, 40 Tage deine Gebete nicht angenommen. Obwohl du beten musst. Und da du durchgehend kiffst, frag dich, ob überhaupt ein Gebet von dir angenommen wird. Ob das nicht eine Strafe von Allah, vielleicht kehrst du zu Allah zurück, weil du bist für mich genauso ein Zionistenanhänger. Der Axel Springer vertritt und Bild-Zeitung in seinen Stories packt. Und was hast du mir selber geschickt über die Prediger in Deutschland, dass du so gegen Prediger hetzt, nur Lügen hetzt? Ich habe das mal mitbekommen, also was heißt mitbekommen? Ich weiß das auch, dass wenn jemand Alkohol trinkt, es 40 Tage braucht, bis das Alkohol von deinem Blut überhaupt entgiftet oder rauskommt. Und bis dahin darfst du nicht beten oder nicht fasten. 40 Tage lang. Ob es jetzt mit dem Johnny auch so ist, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber hart, wenn es so ist. Ich weiß, du wirst morgen wieder ein Statement machen. Mach, was immer du willst. Für mich bist du ein Zionist. Für mich persönlich bist du kein Muslim. Nein, weil ein Muslim postet und hetzt nicht gegen islamische Brüder oder Prediger, die eigentlich Gutes sagen. Oh mein Gott. Er sagt einfach, du bist kein Muslim in meinen Augen. Charo hat das, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Aber er guckt sich das safe an und dann bin ich echt mal gespannt. Ich feiere das absolut nicht, obwohl ich persönlich mit Charo gut bin, diese Storys rauszuhauen mit irgendwelchen Sprüchen, anstatt normal zu antworten, ja, weil die Leute beobachten das Ganze, ja, breite deine Segel, ja, und geh raus und schwimm ans Ufer und da wirst, hört doch mal auf mit so Sprüchen, Alter, antworte doch ganz normal. Okay, und das gilt für jeden anderen auch. Da kannst du
noch so deine Knastgeschichten, wo du mal Drogen vertickt hast und bestraft wurdest und denkst, du bist jetzt der Knast-Typ Nummer 1? Rückwirkend, wie gesagt, das habe ich alles wie meine Cousins getan in Westdeutschland. Liebe Grüße an der Stelle. Ich schäme mich, dass ich bei dir war. Wallah, von Herzen, ich schäme mich, dass ich bei ihm war. Ich schäme mich, dass ich so einen Menschen kenne. Ich bedenke mich scheiße mal einfach auf den. Es geht nicht darum. Und jetzt habe ich letztens gesehen, postete er ein Bild mit seinen Brüdern. Wallah, ich sag dir Wallah. Ich war in Ergenschwick. Dann habe ich ihm gesagt, warum machst du nicht mit deinem Bruder Frieden? Ich will mit diesem Punkt nichts zu tun. Er wird das verleugnen. Aber ich war live dabei, also bin ich. Okay, das ist echt hart. Ich denke nicht, dass Arafat lügt. Keine Ahnung. Jeder hat mal Streitigkeiten in der Familie, aber es einer Person weiterzugeben, ist nicht okay. Ich finde, jeder Streit in der Familie sollte auch zwischen den vier Wänden bleiben. Das sollte auch keiner sonst mitbekommen, weil, wie ihr sehen könnt, wird es bis an die Öffentlichkeit getragen. Und das ist halt schon mies. Zu wissen, dass Charo seine Brüder oder sein Bruder sich jetzt bei dem Streit zwischen Manuelsen und Sinan ja eingemischt hat. Und dass das so im Hintergrund auf jeden Fall was bewegt hat. Und jetzt zu wissen, dass Charo schlecht über seinen eigenen Bruder geredet hat, aber in einer Stresssituation seinem Bruder, sage ich mal, vorgeschickt hat oder mitgekommen ist. Wir müssen offen reden, ja. Das ist jetzt meine Meinung. Aber keine Ahnung, wir werden ja hören, was Charo dazu antworten wird. Und wer nichts Gutes in seiner Familie sieht. Und ich habe auch mit deinem Bruder geredet, mit deinem Cousin geredet. Aber wie gesagt, eins sage ich dir, möge Allah dich recht leiten. Kehre wieder, sozusagen, wie gesagt, zu keine Ahnung was, aber ob du jemals zur Vernunft zurückkehrst, weiß ich nicht. Vielleicht solltest du das Kiffen beiseite lassen und hättest du dich wirklich, wirklich mal aufs Wesentliche konzentriert, wo du es damals aufgebaut hast. Aber wie gesagt, von mir kriegst du keinen Segen. Möge Allah dich doch in dieser Zeit noch bestrafen. Allahumma amin. Der Dua kommt von tiefsten Herzen. So tief ist sitzt er doch nicht. Er sitzt nicht. Ich sehe, was er macht. Weißt du, wer gegen Prediger hetzt, sie schlecht macht und sich. Er will doch auch der Gesellschaft gefallen. Das ist es ja. Verstehst du, was ich meine? Er will sich ja den Axel. Also, das sind ja alles Axel Springer wie Bild und so. Ich gebe ihn sogar jetzt eine Plattform, dass die Bild, weil ich weiß, die gucken alle zu, was ich sage, und dann picken sie sich das raus und dann bum, 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 bum. Ich gebe ihnen sogar Werbung, weil er will ja da hinkommen. Er will ja. Warum gibt es erstmal ein langes Statement von ihm, ne? Es ist mir egal. Ich meine das ernst von tiefstem Herzen. Wenn du ein Vernunft an Ehre und Stolz hast, nimm das Video raus, was ich mit dir gedreht habe. Boah, wey, yo, ich bin mal gerade so auf die Seite gegangen. Also, das ist schon eine der beliebtesten Beast Kitchen Folge von Charo und Arafat. Und das hat 1 Million Aufrufe vor 3 Jahren, Digga. Er sagt einfach, lösch, wenn du Ehre hast, lösch das Video mit mir. Boah, hart, Alter. Also, Arafat hat richtig Hass gegen Charo. Weil ich schäme mich, dass ich in deiner Sendung war. Wallah. Und, ich will dir noch was sagen. Sinan. Ich habe Sinan angerufen. Und weil du sagst, es sitzt so tief, ja? Nee, also, dass sich das so beschäftigt. Es beschäftigt. Weißt du was, was mich angeht? Wir hatten ja ein Telefongespräch. Du hast aufgenommen, da. Er hat mich aufgenommen. Ist nicht schlimm. Ich habe sogar einen Brief bekommen, ob ich anzeige. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich hätte ihn anzeigen können. Mach ich. Ich habe einen Brief bekommen, ob ich ihn anzeigen wollte, habe ich nicht gemacht. Und da hat er gesagt, komm, ich bin an diesem besagten Tag nach Westdeutschland gefahren, wallahi, ganz alleine. Wo ich angekommen bin, hat mich die Polizei angehalten. Und er war zufälligerweise gar nicht da. Also du. Aber nein, dann forderst du mich auf so einen öffentlichen Kampf.
Oh, Moment. Das heißt, die haben sich privat versucht zu treffen. Arafat ist alleine dahin gekommen und auf einmal hat ihn die Polizei geschnappt. Oh, Digga, das ist hart. Okay. Ja, er möchte offiziell sagen, er hat keine Eier, hat die Polizei vorgeschickt und dann tut er mich in der Öffentlichkeit zu einem Kampf herausfordern. Jetzt ist meine Frage, hat Shairo das gemacht, weil er verhindern wollte, dass das vielleicht rauskommt mit dem, dass sie sich privat treffen wollten und Shairo nicht aufgetaucht ist und dass das jetzt so geleakt wird vielleicht von Arafat in der Öffentlichkeit? Hat er ja nicht und deswegen hat er ihn herausgefordert zum Kampf, dass das so gar nicht dazu irgendwie kommt, dass er nicht angetreten ist oder erscheint ist, dass die Polizei da ankam. Und jetzt packt der Arafat aufs. Wayo, Digga. Und du denkst, ich gebe dir eine Plattform, dass ich irgendwo im MMA-Kampf, ich habe dich gesehen, wie du gegen eine Frau kämpfst. Das reicht, ich kämpfe nicht gegen Frauen. Oh mein Gott. Leute, warum sind wir so schadenfroh? Oh mein Gott. Er sagt einfach, ich kämpfe nicht gegen eine Frau. Hat Shairo gegen eine Frau geboxt? Ehrlich jetzt? Gab es da irgend sowas mit einem Kampf? Und eine Plattform kriegst, wirst du nie von mir kriegen. Für mich ist er genau wie Bushido. Wer dich supportet, ist bei mir und durch. Weder dich noch dein Laden noch und keine Ahnung. Und wenn ihr diesen Pastrami haben wollt, was er ist, kommt aus Italien, ist halal. Kauft ihn aus Italien, ja, und er ist viel billiger da. In dem Sinne, wenn es jemand verdient hat, und am Ende ist das Rizq von Allah. Wenn Allah ihm Rizq gegeben hat, bitte. Wenn nicht, dann nicht. Und rede nicht immer bitte um Macher, weil du bist kein Macher. Du bist ein Hetzer. Und hast du vergessen, wo er, ich habe mit Hamad Frieden geschlossen, wo er extra nach Libanon gereist ist. Und dann wurden auch meine toten Eltern beleidigt. Ja, das war niemand gedacht. Rahmatullah alayhin. Er ist für mich kein, Wallahi, er ist für mich kein Muslim. Da kann jeder schreiben, wie er will. Ich werde ja am Tag. Das habe ich voll vergessen, die Aktion. Ja, weil er jetzt so geredet hat, dann kommt das hoch. War das scheiße auf ihn? Ja. Scheiße auf das Thema. Ich habe das Video mit ABK. Eigentlich ist mein Video das meistgeklickteste Video auf deinem Portal. Heftig. Was sagt ihr dazu? Ballert mal eure Meinung in die Kommentare. Ich weiß jetzt nicht. Ich denke, dass dieser Clip alt ist. Ich meine, er wurde aktuell auf TikTok hochgeladen. Ich möchte jetzt eigentlich keinen alten Clip abspielen. Azad macht Ansage an Manuelsen. Ich bin mir sicher, dass das alt ist. Aber bei Icon 6 gibt es mal wieder einen Skandal. Und zwar, Bensko wird disqualifiziert wegen Körperverletzung. Was sagt ihr darüber? Okay, super. Es tut mir leid, ich bin ein bisschen aus der Fassung gekommen. Super, hat er akzeptiert. War das Thema zu? Wir haben nochmal uns entschuldigt. Thema war zu. Für mich ist die Sache ganz easy. Du hast einen von der Crew angepackt, ob temporär und mentvoll oder nicht. Und weißt du was, Bensko? Ich finde es voll traurig, weil ich weiß, wie du bei Icon 5 warst. Und damit würde ich dich leider bitten, die Redbox zu verlassen. Du bist der erste Künstler. Ja. Ich finde Bensko als Künstler sehr talentiert. Menschlich finde ich Bensko ist einfach ein starker Typ. Um 6 Uhr morgens bist du dann todmüde, wartest auf ein Projekt, damit du es auswendig lernen kannst und dann hört sich deine Stimme an wie eine Katze. 100% zu Recht gebe ich denen. Ich wäre auch, hätte auch reagiert. Für die Leute, Sachen passieren, die nicht passieren müssen. Okay, heftig. Ziehen wir uns noch 2 Clips von unserer alltäglichen Dosis rein. Zeus verteilt Ansage mit seinem und verrät seinen Standort. Was zu tun, vor mein Gesicht kommen sollte, werde ich sein Gesicht verändern, damit er ein anderes trägt. Verstehst du? Deswegen, ihr könnt alle wissen, wo ich bin, Jungs. Hier, ich bin hier. 17:32. Chin. Aber im Internet scheiße zu labern und so, Bruder, ich bin nicht mehr 7 Jahre alt, okay? Küss eure Herzen, Mann. Verstehst du? Nicht mehr 7 Jahre alt, Bro. Wir sind hier in Kojin Gym.
Und ich habe euch beigebracht, wie man Livestreamer wird. Ich kann euch auch beibringen, wie man seziert. Wollt ihr das wissen? Kachchenchen. Kachchenchen. Keine Ahnung, an wem die Ansage war, aber ja. Komm, letzter Clip noch von ihm. Wir müssen ein Happy End machen. Also ein bisschen lustig. Boah, ich war so gestresst. Oh mein Gott. Oh my God, the Bulgars. I was like so stressed out, like from all this shit happened yesterday, you know. I couldn't believe, but she like literally would do this type for clicks, right? Oh my God, man. Oh my God, girls, how can... Wartet meine Baller. Baller, er ist anders durch. Lachluli tut ihm auch nicht gut. Ah ja. Krasses Thema, ich werde das Ganze auf jeden Fall weiter beobachten und verfolgen und euch natürlich abliefern, was da jetzt so passiert zwischen Charo, Manuelsen, Arafat. Sind wir mal gespannt. Was ist eure Meinung? Ballert es gerne in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und ich finde das geil, wenn immer Action ist, wenn immer irgendwas los ist, dann können wir auch mehrere Videos machen, mehrere Reactions auf einmal. Okay, also Habibis. Ansonsten küsse ich wie gesagt eure Herzen, danke für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video.